Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch mal eine Buchvorstellung für euch und wie ihr es auf dem Thumbnail schon gesehen habt, geht es heute um den dritten Teil der Redwood Love Reihe von Kelly Moran. Es beginnt mit einer Nacht und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Als allererstes vorweg, ich habe den dritten Teil auch wie die ersten beiden wieder netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den Verlag. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass ich das Buch auch wieder bekommen habe. Der dritte Teil der Redwood Love Reihe ist gerade im Moment offiziell auch der letzte Teil. Kelly Moran hat allerdings vor ein paar Wochen, ist es inzwischen her, ich glaube es war die Woche vor der Buchmesse, wo das gewesen ist, da hat sie auf einem Twitter-Account eine Frage beantwortet und da hat sie wohl geschrieben, dass sie noch zwei weitere Teile, wo gerade am Schreiben ist für diese Reihe, was ich richtig, richtig toll finde. Denn es gibt in Redwood noch einige Charaktere, wo man so die Geschichten gerne lesen würde. Ich finde, gerade hier im dritten Teil hat sich da so der ein oder andere Charakter noch rauskristallisiert, wo ich mir so denke, würde ich schon noch lesen, die Geschichte. Wäre bestimmt auch interessant. Und ja, wenn Kelly Moran auf jeden Fall noch zwei weitere Teile rausbringt, würde ich mich riesig, riesig freuen. Und ich mag die Redwood Love-Reihe einfach sehr. Und ich würde sagen, ich erkläre euch jetzt wie immer erstmal, worum es im dritten Teil von Redwood Love eigentlich geht. Im dritten Teil der Redwood Love-Reihe, es beginnt mit einer Nacht, geht es um den ältesten Bruder der O'Gradys, und zwar um Drake. Und wir haben in den ersten beiden Teilen schon erfahren, dass Drake vor ein paar Jahren seine Frau verloren hat. Sie ist an Krebs gestorben und er hat das Ganze nie so richtig verwunden, bis Avery in der Stadt hier aufgetaucht ist. Und Avery hat ihn dann so Stück für Stück so ein bisschen wieder ins Leben auch zurückgeholt. Und in diesem Teil geht es dann natürlich darum, dass Drake gerade quasi wieder so ins Leben zurückgefunden hat und er auch wieder bereit ist, sein Leben zu leben und Dinge auch zu verändern. Denn er ist sich dessen auch bewusst, dass in den letzten 4 Jahren seit dem Tod seiner Frau Heather, dass sein Leben quasi stillgestanden hat. Er hat im Haus nichts verändert, nachdem sie gestorben ist. Und er ist quasi einfach nur so vor sich hin vegetiert. Also er ist aufgestanden, zur Arbeit gegangen, nach Hause gegangen, ins Bett gegangen, auf Arbeit gegangen. Halt so ein typischer Kreislauf. Und er hat halt keine Freude auch mehr im Leben gehabt und hat sich halt da auch total eingeigelt. Und das Einzige, was ihn so ein bisschen auch gehalten hat in dieser schweren Zeit, war Zoe. Und Zoe war die beste Freundin von Heather. Und ganz, ganz früher zu Schulzeiten war Zoe mit Drake auch sehr, sehr gut befreundet. Und ja, als er dann aber mit Heather zusammengekommen ist, ist die Freundschaft zwischen ihm und Zoe so ein bisschen auseinandergebrochen. Und sie war dann halt nur noch mehr mit Heather befreundet. Das hatte auch alles so seine Gründe, was wir auch in diesem Buch alles erfahren. Und ja, auf jeden Fall ist Drake jetzt wieder so im Leben angekommen und er hat schon vor einigen Wochen festgestellt, dass, dass zwischen ihm und Zoe irgendwie alles jetzt ganz anders ist wie früher. Denn er merkt, dass er gegenüber ihr ein bestimmtes Verhalten an den Tag legt und er kann sich das nicht so richtig erklären, aber wenn ein anderer Mann mit ihr spricht, wird er sofort wütend und möchte am liebsten so da dazwischen gehen. Und ja, Drake gesteht sich dann zu Beginn der Geschichte ein, was da genau eigentlich los ist. Und er stellt fest, dass er inzwischen irgendwie mehr für Zoe empfindet als Freundschaft. Und ja, ob es Zoe halt auch so geht, das ist halt so ein Punkt, worum es in dieser Geschichte auch geht. Wie es bei Zoe da so aussieht, was ihre Gefühle für Drake betrifft, das ist natürlich auch ein weiterer Punkt, um die es in dieser Geschichte geht. Denn auch Zoe hat so ihr Päckchen zu tragen. Sie ist im Moment in einer sehr, sehr schwierigen Zeit in ihrem Leben. Sie kümmert sich um ihre demenzkranke Mutter und hat dadurch auch nicht sehr, sehr viel Freizeit. Also sie trifft sich alle paar Monate mal mit ihren Freunden in einer Bar und geht mal was trinken und lässt ihre Mutter halt in der Betreuung einer Freundin. Und ja, sie hat dann aber auch immer sofort ein schlechtes Gewissen und hat halt das Gefühl, nicht für ihre Mutter da zu sein. Und das belastet Zoe halt auch sehr. Und ja, dann passiert eines Abends etwas und Drake ist da. Und ab diesem Moment ändert sich die ganze Sache zwischen den beiden. Und ja, was mit den beiden am Ende alles passiert und ob die beiden eine Chance haben, das ist es im Endeffekt, worum es im dritten Teil von Redwood Love geht. Ich kann nur sagen, dass mir die Handlung im Großen und Ganzen soweit gut gefallen hat. Ich muss allerdings sagen, es ist für mich von der Handlung her das schwächste Buch auf jeden Fall ist, das vorhersehbarste Buch auch auf jeden Fall ist. Und mir hat hier einfach im dritten Teil so ein bisschen dieses, was mir im ersten und zweiten Teil so, dieses, ich weiß jetzt nicht, wie ich das ausdrücken soll, das ist jetzt nicht unbedingt die Dramatik, die mir hier gefehlt hat, sondern einfach dieses Besondere, dieser Wow-Moment. Ich hatte den im ersten und auch im zweiten Teil so, dass ich so dachte so, oh mein Gott, das ist so toll. Und das hat mir irgendwie im dritten Teil so ein bisschen gefehlt. Also
ich weiß nicht, dieses Buch hatte auch alles, dass es ein gutes Buch ist. Mir hat der dritte Teil auch wieder wahnsinnig gut gefallen, aber so im Vergleich zum ersten und zum zweiten Teil war der dritte Teil für mich da doch schon um einiges schwächer, leider. Obwohl ich sagen muss, dass Drake vom rein optischen her absolut mein Fall gewesen wäre. Flynn und Kate können da nicht so mithalten von der Optik, also Drake wäre da auf jeden Fall meins gewesen. Aber ich weiß nicht, von der Handlung her hat da für mich einfach so ein bisschen irgendwie was gefehlt. Mir hat da dieses Besondere gefehlt einfach. Ich finde, die Geschichte ist gut erzählt, die hat einen guten Fluss. Es passiert auch immer wieder was, es sind gute Wendungen in der Geschichte drin, aber es ist halt, wie gesagt, alles recht vorhersehbar vom Anfang an. Und das fand ich so ein bisschen schade. Das hat so ein bisschen die Spannung auch rausgenommen. Und wie gesagt, die Dramatik in dieser Geschichte war natürlich auch da, allein schon durch diese ganze Sache mit der Mutter von Zoe. Aber irgendwie, weiß ich nicht, hat das für mich einfach dieses gewisse Etwas im dritten Teil gefehlt. Es ist trotzdem, wie gesagt, eine super tolle Geschichte und ich liebe Drake. Ich finde Zoe auch ganz, ganz toll. Sie ist absolut ein toller Charakter. Aber mir hat ja trotzdem dieses gewisse Etwas für mich gefehlt, was die Handlung betraf. Was die Charaktere betrifft, wie gesagt, ich liebe Drake. Er ist wieder ein so, so toller Mann und er ist wieder dieses typische Alpha-Männchen, sag ich mal, was aber ein total liebevollen Charakter hat und der sehr, sehr einfühlsam auch ist und der für seine Freunde da ist und alles auch für seine Familie tut und er ist einfach toll. Nennen wir es auf den Punkt, Drake ist einfach toll und Zoe passt, was das betrifft, wirklich gut zu ihm, denn die beiden sind auch relativ gegensätzlich in vielen, vielen Punkten und das finde ich aber richtig spannend. Also was das betrifft, mag ich die Kombination zwischen den beiden sehr und Zoe ist ein eher flippigerer Charakter, also sie ist eigentlich ein sehr, sehr lebensbejahender Mensch, aber man merkt halt in dieser Geschichte, dass ihr so der Lebensmut im Moment fehlt und ich finde, das hat die Autorin auch super rübergebracht und ich konnte mich gut in Zoe hineinversetzen, ich konnte ihre Lage wirklich gut verstehen und ich habe da auch echt mit ihr mitgefühlt. Ansonsten, was die Nebencharaktere betrifft, haben wir natürlich alle Charaktere aus dem ersten und zweiten Teil, die wir halt auch schon so kennen, wieder mit im dritten Teil vorhanden und es werden noch ein, zwei weitere Charaktere eingeführt, wo ich jetzt nicht so weiß, ob die im ersten und zweiten Teil so hundertprozentig auch schon drin vorgekommen sind, vielleicht sind die am Rande mal so erwähnt worden, aber so richtig in die Geschichte eingeführt, finde ich, wurden sie jetzt im dritten Teil. Und wie gesagt, da sind so ein, zwei Charaktere dabei, wo ich sage, die Geschichte würde mich auf jeden Fall auch mal noch interessieren. Und ja, also was die Charaktere betrifft, kann ich mich nicht beschweren. Das sind tolle Charaktere. Kelly Moran schreibt diese Charaktere wirklich immer mit sehr, sehr viel Gefühl. Und das mag ich total. Und ja, was das betrifft, gefällt mir das Buch auf jeden Fall wieder richtig, richtig gut. Kommen wir als nächstes mal zum Setting. Ich weiß nicht, ich habe im ersten und zweiten Teil so von Redwood geschwärmt, dass ich, glaube ich, jetzt auch gar nichts weiter sagen brauche, außer dass dieses Setting einfach ganz, ganz toll ist. Kelly Moran beschreibt diese Stadt, dieses Land, wo die alle so leben und auch diese Blockhütten, in denen die leben und den Wald und dass man so das Meer hört und riecht. Ich finde, das beschreibt Kelly Moran einfach so unglaublich gut. Man kriegt so Bock, einfach nach Redwood zu fahren und sich das Ganze dort selber mal anzugucken und man möchte einfach in dieser kleinen Stadt wohnen, man möchte ein Teil dieser Gemeinde sein und das hat sie für mich im dritten Teil auch auf jeden Fall wieder geschafft. Also was das betrifft, kann ich mich auch absolut nicht beschweren. Hat Kelly Moran wieder ganz, ganz toll gemacht. Ich liebe, liebe, liebe das Setting. Ich finde Redwood einfach mega genial. Ich finde, dass Kelly Moran sich hier eine wahnsinnig tolle Stadt und eine wahnsinnig tolle Gemeinde erschaffen hat. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir da nochmal zurückkehren würden nach Redwood. So in zwei, drei weiteren Büchern. Kommen wir als letztes nochmal, wie immer, mit zum Schreibstil. Ich kann nur sagen, dass der Schreibstil mir wieder sehr, sehr gut gefallen hat, wie auch im ersten und zweiten Teil. Ist es ein sehr, sehr gefühlvoller Schreibstil. Ich finde, Kelly Moran tut Dinge sehr, sehr gut aufgreifen, was die Gefühle der Charaktere auch betrifft. Also ich finde, Kelly Moran weiß wirklich, wie ihre Charaktere ticken und wie ihre Charaktere sind und sie schafft es dadurch, die Gefühle der Charaktere absolut rüberzubringen und ja, der Schreibstil ist für mich wieder sehr, sehr gefühlvoll gewesen und es war aber auch trotzdem wieder witzig, also diese Geschichten haben alle so einen gewissen Humor, was mir sehr, sehr gut gefällt und die Charaktere sind sehr, sehr charmant und ja, also ich mag den Schreibstil von Kelly Moran sehr, es ist ein auch teilweise sehr, sehr kitschiger und klischeehafter Schreibstil, das muss man natürlich auch an dieser Stelle sagen, aber ich mag sowas natürlich sehr. Also was das betrifft, kann ich mich auch absolut nicht beschweren, ich liebe den Schreibstil von Kelly Moran und ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also im Großen und Ganzen kann ich zu Redwood Love, es beginnt mit einer Nacht, nur sagen, dass es wieder eine sehr, sehr tolle, gefühlvolle Liebesgeschichte gewesen ist. Aber im Vergleich zum ersten und zweiten Teil konnte die dritte Geschichte da für mich absolut nicht mithalten. Mein Lieblingsteil ist und bleibt der zweite, einfach weil ich die Charaktere so gefeiert habe, weil ich die Geschichte so gefeiert habe. Und ja, der dritte Teil wäre da für mich auch dann definitiv auf dem dritten Platz. Aber wie gesagt, es ist trotzdem eine sehr, 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 sehr tolle Geschichte. Man kann die Geschichten auch unabhängig voneinander lesen und auch einzeln quasi
quasi. Man muss jetzt nicht jede Geschichte unbedingt in Reihenfolge lesen, um das Ganze zu verstehen. Und ja, mehr gibt es dazu jetzt eigentlich auch nicht. Das war meine Buchvorstellung zum aktuell dritten und letzten Teil der Redwood Love Reihe. Und wie immer gilt, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.